Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht hinweg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man ihn. Hallo, und ihr hört heute Bianca Wüst aus Dirmstein. Ja, da war ich im letzten Jahr etwas voreilig mit der Scholastika. Aber weil ich sie so gerne mag und ich in diesem Jahr den Termin auf ihren Tag bekam, war mir klar, sie ist es wert, ihr einen zweiten Podcast zu widmen. Die Schwester des Benedikt, des Gründers der Benediktinerklöster, sie waren ein Herz und eine Seele, wie man manchmal so schön sagt. Viele Geschwister sind dies nicht in der heutigen Zeit. Die zu Beginn gehörte Stelle der Tageslesung passt so wunderbar, denn die Gewitterströme konnten ihre Liebe nicht löschen. Nicht jeder, der dies heute hört, ist gerade frisch verliebt. Müssen wir auch nicht, denn jeder hat seine ganz eigene Geschichte von der Liebe. Trennungen, Schmerzen, Zurückweisungen, ausbreitendes Schweigen in einer Beziehung, Unzufriedenheit mit sich selbst. Doch da ist die Kraft der Liebe, die Gottesliebe, Sehnsucht wie ein Strom, dem ich mich ergeben kann. Gottes Sehnsucht nach dir und mir. Diese tiefe Sehnsucht und Liebe besaß Scholastika. Den tiefen Glauben und die Liebe verband die beiden. Benedikt musste durch eine Frau seine Schwester erfahren, Klosterregeln, gefasste Entschlüsse oder Gewohnheiten sind nicht so stark und so wichtig wie die Liebe, die Geschwisterliebe und Gottesliebe. Lernen auch wir in unserem Leben von Scholastika, der das Gespräch, das guttuende Gespräch so wichtig war, mit anderen gesprächsbereit und liebevoll umzugehen. Wir wollen beten. Ein Gespräch, wie gut tut es. Ein Miteinander, wie wichtig ist dies. Hilfsbereitschaft, Wärme und Liebe, lass uns anderen immer wieder entgegenbringen. Lass uns, wie Scholastika, im Glauben stark, dem Leben trauen und in allem das Gute sehen und die Liebe leben. Denn was zählt, ist schlussendlich nur die Liebe, die größere Liebe, die Scholastika besaß und dadurch mehr vermochte. Es segne uns alle, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.